Das ist ein Freisprungkampfenat. Das heißt, die Diana, die ist da in der Halle, da wird es aufwärmen dann. Und unsere drei Reitponys, die Mabel, Amina und die Coco, sind jetzt mal angekommen. Sie sind noch sehr aufgeregt, aber sie beruhigen sich langsam. Und dann werden wir es noch fertig machen und starten. Thank you.
am 19. Mai geboren bei Helene Jäger, im Besitz von Jutta Hornbacher aus St. Peter. Eine Tochter des Filmone, Pilatus Martini, aus der Mona Lisa von Kaiserstern, Rio Nico. Von mir kommen auch der Katalog Nummer 18 bei uns. Coco Chanel, am 1. Juni geboren, Reichwege, Tüchter, Lisa, Schlingelmeier, auf die Straßen, die Vize, Jutta, Hornbacher, St. Peter, meine Damen und Bewohner, Pilatus, Martini, aber Zitarella, von Top Carlos Cassini, Edwards, Cocky, Dabi. Ja, meine Damen und Herren, was würde Tommy Kreidel jetzt sagen? Wir haben den Hugo Simon der Ponys gesehen jetzt. Wir haben am Anfang gedacht, Udi ist ein bisschen klein für dreijährig, aber hat sich dann entwickelt, wirklich zu einem kleinen Superstar. Hat für uns den besten Ablauf hier, unheimlich viel Technik,
richtig vermögen, hat das eigentlich so gemacht, wie wir uns das wünschen. Am Anfang haben wir gedacht, wegen der Größe, dass vielleicht der Galopp ein bisschen klein ist, dann war sie hinten am Boxer ein bisschen schüchtern. Aber wir haben eigentlich wenig zu bemängeln und machen es vom Rechnen für den Herrn Breidel leicht. Wir geben in allen drei Kategorien 9,0. Ja, ich bedanke mich für den Kommentar. Ich wünsche Ihnen die Zeitpunkte leicht zu rechnen. Und das ist der Sieg, wieder wieder Kurt-Kurschel und Jutta Hornbachter. Und wir kommen in Kürze zur Siegerehrung. Für die Sieger bereit zu halten, alle Teilnehmer Wertnote 8,0 von Fetzer. Steinbach, Besitzer Jutta Hornbacher aus St. Peter. Technik, Vermögen, Gesamteindruck 8,4. Wir gratulieren. Und wir kommen zur Lüge-Kategorie. Sönke Koroch, und der Richter hat ja eigentlich nur für jedes von ihm verraten in seiner Besprechung. Er hat gesagt, ein Herz wie ein Löwe. Und das hat sie unter Beweis gestellt. Und wurde mit einer Durchschnittsnote von 9,0 bewertet. Ja, aber da ist ja der Kleinwild dabei.
das kennen. Also, wir sind sehr gut abgeschnitten. Die Coco hat mit einer 9,0 gewonnen. Und zweitplatziert ist die Amina mit 8,4. Und jetzt werden wir es noch versorgen und werden unsere Jungzüchtertätigkeiten erfüllen oder beraten. Wir sehen uns dann am Freitag. Weiter. Wir können nicht mehr mit dem Fehlbar, Manus. Fein. Am heutigen Tag für die Technik eine 7,4, für das Vermögen eine 7,5. Ja, komm. Komm, Amina.